Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Den Golf kennen wir alle, der ist Silber. Der war hier schon mal. Ja, was haben wir diesmal? Diesmal haben wir ein komisches Geräusch bei der Automatik. Sie weint. Ja, 134.000 oder sowas in der Richtung hat er jetzt runter. Und laut Checkheft, hier wurde hier noch nie der Zahnriemen gewechselt. Laut Inspektionsanweisung soll der eine Sichtprüfung kriegen. Also viel gesichtet wurde hier nicht, würde ich sagen, weil der ist rissig. Na? Sehen wir das alle? Das sehen wir alle. Ja, der ist tot. Ich habe dann mal ein hier stehen bleiben verordnet. Weil so ein Motorschaden mit einem kaputten Kopf und so weiter in der Richtung braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man es früh genug sieht. Gut. Den Zahnriemen kriegen wir heute aber nicht mehr. Außer wir werden jetzt sehr hektisch loseiern und zum Zulieferer fahren. Was dann auch wieder 60, 70 Kilometer sind. Ja. Gut. Den bestelle ich dann für morgen. Was haben wir denn noch? Sonst sieht alles eigenermaßen gut aus. Kein Rippenriemen, kein Befund. Wir haben lecker Schleim im Motorraum, weil dieser 2 Liter 115 PS Motor leider nie richtig gefordert wird. Endresultat ist dann, ist jetzt auch Katalysator platt. Ja. Immer wieder Kaltstarts, Benzin bleibt an der Zylinderwand hängen, läuft runter, unverbranntes Benzin. Ja, zu viel davon und der Katalysator hat ja keinen Bock mehr drauf. Ja, und den werden wir auch austauschen. Die hintere Lambda-Sonde meldet wohl des Öfteren, dass der Wirkungsgrad des Katalysators unzureichend ist. Den Katalysator haben wir schon da. Erstausrüsterqualität. Und den anderen, der hier drunter ist, schicken wir dann ein. Keine Ahnung, was sie damit machen. Weiß ich nicht. Vielleicht bröseln sind auseinander und machen Tassen draus aus dem Keramikding. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss der auch gewechselt werden. Was wir jetzt aber machen, wir gehen mal in den Untergrund und schauen uns mal an, warum dieses Getriebe weint. Wir ziehen mal eine Ölprobe. Ich ahne jetzt schon Fürchterbares. Okay, wir sehen uns unten. So, wir kommen im Untergrund. So, wollen wir mal gucken. Ah, ja, ne, der klingt nicht gut. So, wollen wir mal gucken. Hier muss man ein Cola-Fläschchen, leeres. Und ziehen mal eine kleine Probe. Damit wir uns mal angucken können, was da drin ist. Wahrscheinlich nichts Gutes. Also, der hält die Länge, Gänge zu lange. Und der Schaltkomfort ist jetzt auch nicht der beste. Oh ja, der Dichtring klebt richtig schön fest. So, wieder rein damit. Wir müssen ihn noch ein bisschen bewegen, ne?
Sieht aber auch schon jetzt schon nicht gut aus. Aber so gar nicht. So, mal gucken. Wieder festmachen, jetzt fällt alles runter. So, erstmal wieder zumachen. Och Gott, riecht das gut. Das riecht richtig gut, alter Schwede. So, wir haben eine kleine Probe gezogen. Hier sieht man schon recht gut. Ihr habt noch in anderen Videos gesehen, Golf 4, ne? Automatikgetriebewechsel, also Ölwechsel. Stinkt wie Sau. Ja, und ist extrem dunkel. Das bedeutet, das Öl ist komplett verschlissen. Wie gesagt, alle 60.000 rausschmeißen, der Mist. Ne? Ich beleuchte das jetzt mal ein bisschen, aber es sieht eigentlich aus, als ob ich die Cola wieder nicht ausgetrunken hätte. Ja. Das bedeutet einmal Ölfilter mit Wechsel. Ja, die Wartungsmängel an dem Auto sind wirklich interessant, was da so alles an Werksausrüstung drin war. Die Zündkerzen waren Werksausrüstung, Zahnriemen ist Werksausrüstung und das Getriebeöl mit Filter offensichtlich auch. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Ölwanne aussieht, aber ich werde es leider erfahren. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. So, einen Tag später, beziehungsweise mittlerweile sogar zwei Tage später. Wie man sieht, Teile sind gekommen. Lambda-Sonde. Natürlich vom Bosch. Ja. Lieber was Vernünftiges einbauen, ne? Sonst liegst du da wieder drunter. Und wir wissen ja, Golf 4 Lambda-Sonde wechseln, das ist nichts witzig. So, rausgefunden habe ich auch. Der Katalysator hat leider den falschen Flansch. Das Auto hat ein einflutiges Hosenrohr. Der ist aber explizit für einen 2-Liter Golf. Ja, egal. Muss ich da trennen und das Ganze zusammenschweißen. Ist jetzt auch nicht wichtig. Nicht so wahnsinnig aufregend. Ne? Also von daher. Ja, wie wir festgestellt haben, der Zahnriemen ist schon gewaltig rissig. Ich habe herausgefunden, es ist nicht der erste. Ja. Wie finden wir das jetzt raus? Bei 35.000 Kilometern und im Checkheft hat der Wagen 35.000 Kilometer im Jahr 2013 oder so gehabt. Also 7 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, 11 Jahre. Stimmt gar nicht. 11 Jahre, 12, genau, 11 Jahre haben wir rausgerechnet, genau. 11 Jahre ist das Ding da drin und nach 7 Jahren sind die eigentlich durch. Material ist dann einfach fertig. Sieht man ja auch. Ne? Wenn so ein Zahnriemen so rissig ist, dann muss da lieber raus. Ne? So, Zahnriemensatz ist gekommen. Bitte immer darauf achten, Metallräder in der Wasserpumpe. Ja. Dann Spannrolle, sieht man. Hier sieht man jetzt auch, wo der neue Schlüssel hin muss. Kleinen Moment. So, ich habe ja das Werkzeug geschenkt bekommen. Ne? Okay, das ist der Spannschlüssel dafür. Das passt dann genau hier rein. Und dann wird er festgezogen mit Drehmoment. Ne? Natürlich, wenn das entsprechend übereinander steht. Ne? Zeige ich euch aber beim Einbau. Eigentlich wollte ich das heute auch einbauen. Problem an der ganzen Sache ist, der Holzhändler war da. 4,5 Raummeter Holz. Ja, und die möchten gerne nicht im Regen rumliegen. Die möchten auch nicht auf dem Hof rumliegen. Von daher habe ich das heute nicht geschafft. Fehlen sowieso noch Teile für das Auto. Also von daher ist das Pillepalle. Ja, 4,5 Raummeter Holz sehen folgendermaßen aus. Die haben wir jetzt eingeräumt. So, Videoqualität ist wahrscheinlich nicht so gut in der Nacht. Aber auf der kompletten Fläche hier lag der Kram. Eingeräumt haben wir hier. Hier.
Sieht gut aus, ne? Alter Schwede. Das ist ordentlich. Ja, das geht bis da hinten in die Ecke rein. Ja. Ist aber noch nicht alles. Hier im Wohnzimmer. Auch schon so 1,60 hoch. Da ist noch ein bisschen. Und ich habe bei der Gelegenheit den neuen Ofen eingebaut. Ist schon eine andere Hausnummer, das Gerät. Ne? Also, der kann was. Der ist ordentlich bei der Sache. Ja. Deswegen wird das auch kein wahnsinnig langes Video für heute. Zumal. Ja, zumal ich heute Morgen erst um 4 Uhr ins Bett gekommen bin, als ich festgestellt habe, dass mir gerade beim Elbtal-Elfenkanal das Herztonikum angeguckt nochmal. Ich kriege das ja jeden Tag verpasst, aber ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich wollte eigentlich einen lustigen Kommentar darunter schreiben, beziehungsweise dann das mit dem Holz. Wollten mir so einen Gag erlauben, so von wegen, ne? Macht arbeitswütig. Ich wollte eigentlich nur einen Post machen und ja. Ist dann nach hinten losgegangen, während ich das geguckt habe, ist auf einmal das Video verschwunden. Irgendwo unter einem Video habe ich dann so ein paar Hate-Kommentare gefunden. Mal so eine kleine Ansage an solche Leute, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das veranstaltet habt mit den Videos, dass die weg waren. Ob ihr die gemeldet habt, weiß der Teufel. Ein Strike ist nicht gekommen, glaube ich. Also die Videos lassen sich wieder hochladen. Und, ja. Ziemlich abartig, die Arbeit von anderen Leuten kaputt zu machen. Das ist nämlich wirklich Arbeit, ne? So ein Video zu erstellen, so ein Video hochzuladen, zu schneiden und so weiter. Man macht sich wirklich Gedanken, was gefällt dem Zuschauer. Ne? Das macht man jetzt nicht, man rattert ja nicht einfach nur runter. Ne? Wie gesagt, beim Elbtal-Elfen-Kanal, einige kommentieren auch immer so von wegen, dass die Witze lustig sind. Die Elbtal-Elfe macht eigentlich gar keine Witze, die ist auch so lustig. Das ist, ja, das Situationskomik funktioniert. Nein, das ist riesige Arbeit und ich finde das eine ekelhafte Schweinerei, sowas zu boykottieren, zu sabotieren. Abartig. Lasst sowas sein, Leute. Ja? Das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man dabei erwischt wird. Ne? Das ist Cyberkriminalität ist nicht witzig. Und mittlerweile wird das auch nicht mehr witzig bestraft. Ja, und deswegen habe ich heute einfach keinen Kopf gehabt, irgendwie noch mit Videos und Zahnriemenwechsel und weiß der Teufel, zumal wir heute 5 Stunden Holz geschleppt haben. Ja, das ist... Ne? Insgesamt einfach untergegangen. Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall sind die Teile schon mal gekommen. Die Sachen für den Getriebeölwechsel blöderweise noch nicht. Ja, habe ich euch gezeigt. Ist schön schwarz. 130, 135.000 Kilometer. Erstes Öl. Tippe ich ja mal. Also, ja. Der Wechsel ist ja auch nicht vorgesehen. Ja. Insofern muss man jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Man könnte sich aber schon denken, dass so ein Öl irgendwann mal durch ist. Ne? Und der hier, der jault. Der Wandler jault so ein bisschen beim Losfahren und erhält die Gänge zu lange. Der dreht halt teilweise bis 4000, bis er den nächsten reinhaut. Reinhaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das AG4-Getriebe, wir kennen es ja mittlerweile. Ne? Wir hatten jetzt den TDI Golf, wir hatten den 1,6er, jetzt ist es ein 2 Liter. Ist alles das gleiche Getriebe. Das nimmt das irgendwann übel mit dem Öl. Ne? Also auch dieses Getriebe hier werden wir überspülen. Und dann mal zusehen, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen, dass das wieder läuft. Also, wie gesagt, sorry, dass das kein großartig langes Video wird. Manchmal ist einfach der Wurm drin und diesmal war es ein ziemlich großer. Okay, ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Wir lassen uns auch nicht ärgern. Wir reparieren den Schaden und dann ist gut. Ja? An dem Elbtal-Elfen-Kanal und hier
Mal gucken. Ich denke, morgen gehe ich da dran. Mach schon mal den Zahnriemen fertig. Ist ja eigentlich eine ziemlich entspannte Arbeit. Werde ich wahrscheinlich per Zeitraffer einfach nur mitlaufen lassen. Zahnriemen ist bei dem Auto nicht mit Abstecken und so weiter verbunden. Einfach nur auf OT, Zahnriemen runter, Zahnriemen drauf, Wasserpumpe tauschen, Spannrolle tauschen, ne? Und spannen, fertig. Ist wirklich nichts Aufregendes bei dem Auto. Also bei dem Motor jetzt. Einzige, der Motorhalter muss raus, ne? Aber Pillepalle. Kommt ein Wagenheber drunter und dann ist gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich dann auch mit ein bisschen besserer Laune. Und bis zum nächsten Mal.